Ja, ich bin wieder hier bei der Full.at, weil ich da sehr, sehr freundliche Kommentare bekommen habe. Hat mein Herz wirklich höher schlagen lassen. Und ich habe mir gedacht, bei so viel Engagement, das ihr da reinsteckt, habe ich mir gedacht, da muss doch eine Antwort zurückkommen. Fanliebe. Ja, mein lieber Kollege, ich bedanke mich sehr für diesen Kommentar. Und dass du auch da gegrüßt hast, weil das zeigt, dass du ein bisschen Anstand mit zu Hause bekommen hast. Ah, ich verstehe. Ich weiß nicht, wie ein Staubsauger klingt. Ich als maskuliner Macho-Mann habe logischerweise sowas noch niemals berühren dürfen. Also ich weiß nicht, wie ein Staubsauger klingt, aber ich nehme das mal als Kompliment. Ich küsse dein Auge. Danke, dass du so positiv von mir denkst. Ja, was soll man sagen? In Afghanistan verkaufen sich halt mittelmäßige Rapper nicht so gut. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand anders in meinem Klassenraum so anders denkt als ich. Das ist doch genau eins zu eins. Hat ja nichts mit der Abstammung zu tun. Studenten sind halt so drauf. Sonst wären sie ja keine Studenten und würden sich wie produktive Menschen einen Job finden und suchen. Ja, nochmal, ich bin der Goethe von Vorarlberg. Respektier mich mal, Digga. Ja, hallo Bitchy. Ja, da hat gerade einen Kommentar, habe ich gerade gelesen bei der Fola.at. Er würde meinen, wir würden voll gut zueinander passen, weil du verachtest Frauen, ich verachte Frauen. Wir beide verbreiten Hass. Aber da ich ja meine Hautfarbe ein bisschen dunkler ist, können wir da einen Kompromiss finden. Aha, okay, so sieht's aus. Passt, ich danke Ihnen. Wir sehen uns Freitag. Also er hat gesagt, wenn ich die Grünen disse auf einem Diss-Track, dann würde er mich nehmen. Aber danke für den Vorschlag. Ja, weil du höchstwahrscheinlich jetzt der Einzige bist, der meine Musik nicht versteht, würde ich dir mal mit meinen heftigen Multimillionen-Rap-Einnahmen einen Duden zuschicken lassen, wenn du das möchtest. Einfach deine Adresse unter den Kommentar schreiben und ich schenke dir einen Duden. Ja, was erwartet er sich jetzt ganz genau, dass ich da in so einen Bus einsteige, da ein bisschen AK-47-Action mache und ISIS besiege oder so? Hä, was erwartet der Typ von mir ganz genau? Ich bin Student, ich bin nicht sehr produktiv. Ja, safe verbessere ich sie. Deine Kinder lernen, wie man nicht so ein Spießer ist wie du, mein werter Herr. Das ist ja ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Oder ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, normal, mit meinem heftigen Bizeps, da ist Axtschlagen effektiver als mit der Motorsäge. Ja, schön, dass du es live angesehen hast. Warst du auch auf dem Boot? Hast du eigentlich auch Dieter Bohlen gegrüßt? Nice, dass du live dabei warst, freut mich. Oha. Ich und Wendler sind sehr gute Freunde. Wir haben einen ähnlichen Frauengeschmack, was das Alter anbelangt. Und wir beide werden anscheinend von der Gesellschaft gefeiert, auch wenn es auf sehr subtile Weise ist. Ich weiß ja, dass ihr mich liebt. Ja, vielleicht sehen Sie ja einfach nur die falschen Pornos an. Wenn Sie wollen, schreiben Sie da unten in der Kommentare da und ich gebe Ihnen ein paar schöne Links. Dann sind sie beschäftigt und müssen dann nicht rechten Hass verbreiten in Foren. Der einfachste Schritt, logischerweise sowas zu unterbinden, wäre es, den Altersheimen das WLAN abzuziehen, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass jeder einzelne Kommentar Baujahr 1800 ist. Aber an die jüngeren Hüpfer an euch, ihr müsst ja nicht wie eure Eltern sein oder eure Großeltern, klein, verbittert, konservativ. Nichts gönnerisch und augemachend. Sei, gönnt doch ein bisschen. Bisschen Liebe. Wie ging noch mal die Ex-Werbung da? Make love, not war. Und kommentiert jetzt bitte unter diesem Video auch nicht so brutal.